Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns hier in der Vorlesungsreihe Buchführung und in Abschnitt 2 möchte ich euch etwas hier über Inventar und Bilanz erklären und grundlegende Buchung einführen. Daher kann man auch den Titel alternativ benennen mit Kunst der Buchführung. Worum geht es dabei? Nun ja, zunächst möchte ich euch kurz vorstellen, wobei es sich um Inventur und Inventar handelt. Dann gehe ich darauf ein, was eine Bilanz ist und wie man diese erstellt. Einen kleinen Exkurs werde ich danach machen zu der Gewinn-Verlust-Rechnung, die aber erst in einem späteren Video dann ausführlich behandelt werden wird. Und dann werde ich euch die wichtigsten Grundlagen beibringen, und zwar was mit Kontenarten auf sich hat, wie ihr Bestandskonten bucht, auf vereinfachte Art und Weise, und wie sich die einzelnen Buchungen auf die Bilanz verändern. Okay. Die Abkürzungen, die ich hier verwende, sind BGA für Betriebs- und Geschäftsausstattung, TAM, die technischen Anlagen und Maschinen, GUV, die Gewinn- und Verlustrechnung, und ARL, das bedeutet Auslieferung und Leistung. Das sind vier gängige Abkürzungen, die man im Bereich der Buchungen, der Rechnungswesen sehr häufig verwendet. Am besten gewöhnt ihr euch schon mal an diese, ich werde diese häufig verwenden, auch bei den folgenden Vorlesungen in diesem Bereich. Wichtig ist hierbei auch noch, dass es die gesetzlichen Grundlagen gibt. Das ist in dem Fall alles im HGB, das Handelsgesetzbuch, sowie Paragraph, Absatz, Satz als gängige juristische Zeichen, wobei ich in diesem Fall hier auf Satz eigentlich ganz gut verzichten kann, weil die Gesetzesangaben sich stark in Grenzen halten. Wie versprochen beginnen wir mit Inventur und Inventar. Was ist überhaupt erstmal ein Inventur? Nun ja, definiert ist es als Bestandsaufnahme von allen Vermögens- und Kapitalwerten eines Wirtschaftsjahres bzw. zum Beginn eines Unternehmens. Inventar ist dagegen die Darstellung aller Vermögens- und Kapitalwerte zum Ende eines Wirtschaftsjahres. Also das erste, die Inventur ist die physische Aufnahme, das Inventar ist, wenn man so will, die Darstellung von all diesen Dingen. Schauen wir uns mal ein kleines Beispiel an. Also, nehmen wir an, wir haben Bauten, technische Anlage, Maschinen, Waren, einen Bankkontobestand, wir haben ein Darlehen aufgenommen und wir haben noch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Das heißt also, wir schulden unseren Lieferanten noch irgendwie Geld. Und wenn wir die ersten drei davon summieren und die Darlehen und Verbindlichkeiten abziehen, landen wir bei dem Eigenkapital, was sozusagen den Wert unseres Unternehmens eigentlich darspiegelt. So, bei dem Inventar ist es wichtig, dass man auch nicht nur hat, wie sind die Werte dieser einzelnen Posten, sondern auch angibt, wie tun sich diese zusammensetzen. Zum Beispiel haben wir bei Bauten, habe ich mir mal ausgedacht, eine Fabrik. Und zu technischen Anlagen entsprechen drei CNC-Fräsen und zu Waren sind 4000 Stühle. Wir sind also anscheinend Möbelhändler. Und zur Bank ist die Sparkasse, Darlehen haben wir bei der Commerzbank aufgenommen. Und wir schulden unseren Lieferern noch drei Bestellungen, da haben wir noch offene Rechnungen. Das ist erstmal die physische Darstellung. Und dann ist natürlich noch die wertgenaue Darstellung zu beachten. In dem Fall hat unsere Fabrik einen angenommenen Wert von 1 Million. Unsere drei Fräsen haben einen Wert von 75.000 Euro, die Stühle entsprechen 40.000 Euro, unser Bankguthaben bei der Sparkasse 7.000 Euro, das Darlehen, das wir bei der Commerzbank aufgenommen haben, sind 15.000 Euro und wir schulden unseren Lieferer noch 2.000 Euro aus diesen drei Bestellungen. Nun ja, rechnen wir diese Dinge zusammen, wie sie hier in der Übersicht angegeben sind, landen wir bei uns ein Eigenkapital, das sind 1.105.000 Euro. Das entspricht dem Wert unseres Unternehmens. Und damit kommen wir auch schon zur Bilanz. Dies im Paragraph 266 des HGBs definiert und sagt, dass die Bilanz alle Vermögen, Aktiva und alles Kapital, das ist dann das Passiva, gegenüberstellt und dass sie zu Beginn eines Unternehmens und für jedes Wirtschaftsjahr erstellt werden muss. Dies gilt allerdings nur zwingend für Kapitalgesellschaften. Kleinere Unternehmen können verkürzte Bilanzen führen und Leute, die gar nicht buchführungsfähig sind, müssen keine Bilanz erstellen. Bei denen ja, reicht es im Prinzip, wenn man auf die rudimentärsten Sachen zurückgeht, auf Eigenkapital etc. Schauen wir uns mal exemplarisch an, wie so eine Bilanz aussehen kann.
In dem Fall ist eine Schlussbilanz von zum 31.12.2014. Die muss dann der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 entsprechen, weil sich ja innerhalb dieser juristischen Sekunde kein Geschäftsvorfall ereignen wird. Die linke Seite stellt das Aktiva dar. Das heißt, unsere ganze Vermögensposition, also alles, was unserem Unternehmen wirklich vorliegt an Sachwerten und auch an Geldwerten. Auf der rechten Seite finden wir das Passiva, was unser Kapital darstellt. Also mit anderen Worten ausgedrückt, woher unser Kapital kommt. Sprich, eigentlich nur das Eigenkapital und alle möglichen Fremdkapital, das heißt Geld, was wir von anderen haben zur Verwendung. Ich halte mich hier mal an die gesetzliche Gliederung, die ich allerdings stark verkürzt habe, weil sie sehr ausführlich ist und man nicht alles braucht, beziehungsweise je nach Unternehmen wird man verschiedene Dinge benötigen. Wichtig ist aber, dass wir uns an die Gliederungsform halten. Mit Buchstaben kommen erstmal die größten Gliederungspunkte. In dem Fall fangen wir mit A an, das Anlagevermögen. Die nächste Gliederungsebene wird immer mit römischen Ziffern dargestellt. Römisch 1 sind die immateriellen Vermögensgegenstände. Hatten wir keinen in dem Fall? Ich nehme dieselben Werte wie in dem vorherigen Beispiel für Inventur und Inventar. Damit landen wir bei Römisch 2, den Sachanlagen. Sachanlagen sind halt wirklich alle Dinge, alle Sachwerte, die wir im Unternehmen liegen haben. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel, wo wir zur dritten Gliederungsebene kommen, das sind dann die arabischen Ziffern, Arabisch 1. Grundstücke hatten wir gehabt, im Wert von 1 Million. Bauten und Grundstücke werden da meist zusammengefasst. Arabisch 2, technische Anlagen und Maschinen, 75.000 Euro. Römisch 3, Finanzanlagen. Und damit kommen wir zu B, den Umlaufvermögen. Anlagevermögen sind die Dinge gewesen, die wirklich fest und dauerhaft in Unternehmen sind. Das Umlaufvermögen sind die ganzen Sachanlagen und Geldanlagen, die sich sehr häufig verändern. Eine Bilanz ist immer angeordnet nach steigender Fluidität. Das heißt also, von dem, was am wenigsten zu Geld zu machen geht, zu dem, was am meisten zu Geld zu machen geht. Okay, Umlaufvermögen landen hier erst bei Römisch 1 die Vorräte. Und dazu zählen Arabisch 1 Waren, da hatten wir 40.000. Theoretisch würden noch Rohhilfs- und Betriebsstoffe dazu zählen, aber die hatten wir nicht, deswegen lassen wir die weg. Und kommen damit zu Römisch 2 den Forderungen. Das heißt also, Geld, was wir noch von anderen bekommen, in dem Fall in der Regel von Kunden, wenn die auf eine Rechnung haben. Römisch 3, wäre Kassenbestand und Bank. Ihr seht, in der Inventur hatten wir Kasse und Bank einzeln. In der Bilanz, wenn man sie dann nach gesetzlichen Maßstäben aufstellt, werden die zusammengefasst und das sind dann 7.000 Euro. Und damit landen wir auf der passiver Seite. Da ist A das Eigenkapital. Das wird in verschiedene Dinge unterschieden. Römisch 1 ist das gezeichnete Kapital, Römisch 2 die Kapitalrücklage, Römisch 3 die Gewinnrücklagen. Wir machen es hier in dem Fall so, dass wir wie bei Inventur und Inventar das Eigenkapital berechnen werden. Daher steht da noch nichts. B sind Rückstellungen, dazu kommen wir später, will ich jetzt nicht viel zu erzählen. Und C, was noch wichtig ist und was wir auch brauchen, sind Verbindlichkeiten. Also die Sachen, die wir anderen schulden. So, das ist erstens Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, das ist unser Darlehen in dem Fall gewesen, in Höhe von 15.000 Euro. Arabisch 2, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, also was wir noch unseren Lieferanten schulden, sind 2.000 Euro gewesen. Wenn man ein Konto abschließt, und eine Bilanz ist nichts anderes als ein Konto, muss man auf der Seite die höchsten Werte sind alles zusammenrechnen und das bildet dann die Summe dieses Kontos. In der Bilanz nennt man diese Bilanznummer. Das ist in dem Fall bei uns die aktive Seite und wenn wir da alles zusammenrechnen, kommen wir auf 1.122.000. Wichtig bei der Buchführung ist, dass jedes Konto auf der Aktiv- und Passivseite und beziehungsweise bei den meisten Konten ist es dann Soll und Haben, dass auf beiden Seiten auf jeden Fall dieselbe Summe steht. Das heißt, müssen Sie direkt auf die Passivseite überschreiben.
Nun gut, rechnen wir die Passivseite zusammen, landen wir bei 17.000 Euro. Das sind wir also sehr weit von der 1.122.000 Euro entfernt. Deswegen bilden wir die Differenz von diesen und errechnen das Eigenkapital in Höhe von 1.105.000, indem wir von der Summe 1.122.000 die 15.000 und 2.000 abziehen. Und damit kommen wir zu drittens der Gewinn- und Verlustrechnung. Abgekürzt GUV, und bei der GUV, das ist im Prinzip ein Unterkonto des Eigenkapitals, in der im Soll alle Aufwendungen und im Haben alle Erlöse dargestellt werden. Der Gewinn oder der Verlust erscheint dann im Eigenkapitalkonto. Das Eigenkapitalkonto habe ich hier mal exemplarisch und sehr verkürzt dargestellt. Wie fast alle Konten gibt es eine Soll- und Habenseite, Ausnahme ist halt die Bilanz, die zwischen aktiver und passiver unterteilt. Und im Eigenkapitalkonto stehen Soll die Abgänge, der Verlust, der sich dann auch errechnet, und auch ein sich zu errechnender Schlussbestand. Ein Anfangsbestand hat das Eigenkapitalkonto auch, das haben nebenbei alle Bestandskonten, dazu kommen wir dann. Auf der Habenseite finden sich dann auch die Zugänge, also wenn sich das Eigenkapital mehrt, und der Gewinn. Ich habe hier mal exemplarisch einige Zahlen einfach so mir ausgedacht und eingetragen. Wir haben weder Ab- noch Gänge noch Zugänge und haben den Anfangsbestand von 500.000. Und nun können wir das Konto abschließen, genau wie bei der Schlussbilanz, indem wir auf der Seite, auf der die höchsten Beträge sind, die Summe bilden. Das auf der Habenseite dann. Aber die Sache ist die, wir können ja an sich die Summe noch gar nicht ausrechnen, weil uns fehlt ja noch der Verlust oder der Gewinn. Den kennen wir in dem Fall noch nicht, deswegen habe ich den freigelassen. Folglich müssen wir also, um das Eigenkapitalkonto abzuschließen, was wiederum ja notwendig ist für die Bilanz, erstmal den Gewinn oder den Verlust errechnen. Und dafür brauchen wir das GUV-Konto, das Gewinn- und Verlustkonto. Bei dem finden sich im Soll die Aufwendungen. 7.000 Euro habe ich mir mal in den Fall einfallen lassen. Unten haben die Erträge, das sollen 15.000 Euro sein. Ja, wir schauen uns die größte Seite an. Das ist die Habenseite mit 15.000 Euro. Übertragen diese auf die Sollseite und haben eine Differenz von 15.000 zu 7.000 in Höhe von 8.000 Euro. Wenn die Erträge natürlich höher sind als die Aufwendungen wie in dem Fall, dann haben wir einen Gewinn. Ansonsten hätten wir einen Verlust und der würde auf der Habenseite erscheinen. Den Gewinn können wir dann in das Eigenkapital übertragen. Und damit haben wir auf der Habenseite 8.000 Euro. Da wir natürlich nur einen Gewinn oder einen Verlust haben können und nicht beides, müssen wir in diesem Fall hier natürlich den Verlust weglassen. Der würde gar nicht auftauchen, ich habe ihn nur der Vollständigkeit halber mit hingeschrieben und habe ihn jetzt entfernt. Andersrum natürlich, wenn wir Verlust hätten, würde der Verlust im Soll stehen bleiben und haben hätten wir halt keinen Gewinn. Ja, jetzt haben wir die Habenseite komplette Angaben, wir haben zu allen Dingen einen Wert und können die Summe von 508.000 Euro bilden, die wir auf die Sollseite übertragen können. Ja, um den Schlussbestand zu errechnen, müssen wir natürlich die Summe von 508.000 Euro minus der Abgänge rechnen, das sollte im Kopf recht gut machbar sein, minus 0. Landen wir bei einem Schlussbestand von 508.000 Euro. Das heißt, am Anfang des Wirtschaftsjahres der Anfangsbestand von 500.000 Euro und am Schluss des Jahres der Schlussbestand von 508.000 Euro. Heißt, wir haben im Prinzip, wie es ja auch schon da steht, einen Gewinn von 8.000 Euro in diesem Geschäftsjahr erwirtschaftet. Wie gesagt, das ist das Wichtigste zur GUV, aber in der späteren Vorlesung werden wir da nochmal expliziter drauf eingehen. Das ist jetzt nur, weil das ja die Basics sind, wenn man so möchte, am Rande zu erwähnen und zu verstehen. Weil das Interessante ist auch, die GUV ist zwar in Kontenform und wird auch in dieser geführt, aber die Kapitalgesellschaften wie die GmbH oder die AG, die müssen zum Ende eines Wirtschaftsjahres eine gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB aufstellen, und diese hat halt nicht die Kontenform, sondern wie das Inventar oder, wie es sagt, die Inventur dann auch, eine Staffelform. Und ich möchte euch hier noch einmal dazu die folgenden Posten
auszugsweise vorstellen. Wer die komplette Liste haben will oder benötigt, in Paragraphen 275 HGB findet man das wirklich bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt. Beginn tun wir mit 1 Umsatzerlöse. Dann kommt dazu Bestandsveränderung, das kann halt eine Bestandsmehrung oder eine Minderung sein, je nachdem. Dazu kommen dann andere aktivierte Eigenleistungen. Was ist das, fragt man sich jetzt. Ja, das ist, wenn man selbst etwas leistet. Das heißt, wenn man zum Beispiel aus seinem eigenen Unternehmen Waren entnimmt oder eine Dienstleistung von seinem Unternehmen privat in Anspruch nimmt, das sind andere aktivierte Eigenleistungen. Dann kommen noch sonstige betriebliche Erträge dazu. Abgezogen wird Materialaufwand, Personalaufwand und, was auch ganz wichtig ist, sind die Abschreibungen auf Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Sonstige betriebliche Aufwendungen, dann kommen dazu Zinsen und sonstige Erträge. Dann kommen die abgezogen werden dann die Abschreibungen auf Finanzanlagen. Ihr merkt, es geht ein bisschen durcheinander. Im Prinzip ist das Ding angeordnet nach der wirtschaftlichen Tätigkeit. Wie wir sehen, wir haben zuerst alles, was wirklich mit dem Betrieb zu tun hat und zugeht, dann alle Aufwendungen, die abgehen, die mit dem Betrieb zu tun haben. Und jetzt kommen wir zu Dingen, die nicht direkt mit dem Betrieb zu tun haben, wie die Zinsen oder Zinsaufwendungen. Und wir landen bei dem Zwischenergebnis, und zwar dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Ja, dann gibt es natürlich noch außergewöhnliche Geschäftstätigkeit. Hierbei sind gemeint Nummer 13 Steuern von Einkommen und Ertrag, was hauptsächlich Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer sind, und sonstige Steuern wie Kfz. Und dann landen wir beim Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag, der besser bekannt ist als Gewinn oder Verlust. Wie gesagt, das GOV-Konto, was wir gerade betrachtet hatten, ist das, was man in der Regel führt, weil es halt recht übersichtlich ist. Aber wenn man eine Kapitalgesellschaft ist, ist man gezwungen, am Ende des Jahres einen Abschluss, also eine Gewinn- und Verlustrechnung, wenn man so möchte, nach diesem Schema zu machen. Jetzt kommen wir zu dem, was aber wirklich wichtig ist und wo ich bitten würde, ab jetzt und den Rest der Vorlesung ganz genau aufzupassen. Auf diesen Dingen, die wir jetzt behandeln, die müssen sitzen, alles was danach folgt, fußt darauf. Wenn das nicht verstanden wird, dann hat man eine Lücke, die jedes Mal wieder neu auftauchen wird. Das muss wirklich verstanden werden. Ganz, ganz wichtig ist hier viertens die Kontenarten. Ihr werdet auch gleich sehen, warum die so wichtig sind. Erst einmal eine grobe Unterteilung. Es gibt einmal Bestandskonten. Das sind alle Konten, die in der Bilanz auftauchen und einen Anfang- und Schlussbestand haben. Daher heißen die auch Bestandskonten. Das andere sind die Erfolgskonten. Diese tauchen eigentlich nicht direkt in der Bilanz auf, sondern nur in der Gewinn- und Verlustrechnung und haben keinen Anfangs- und Schlussbestand. Bestandskonten unterteilen sich noch in die Aktivkonten. Wir erinnern uns jetzt an die Bilanz zurück, da gab es die aktiver Seite. Alle, die auf dieser aktiver Seite stehen, sind die Aktivkonten. Deren Anfangsbestand, und das ist jetzt bei allen von diesen Konten, die ich euch vorstellen werde, extrem wichtig, dass ihr das drauf habt, deren Anfangsbestand dieser Aktivkonten ist immer im Soll. Ihr Schlussbestand ist im Haben. Zugänge im Soll, also Aktivkonten, ganz rot, fett und dick rot markieren, mehren sich im Soll. Und umgekehrt, sie mindern sich im Haben. Passivkonten stehen auf der anderen Seite der Bilanz. Das heißt, auch von der Logik her schon alleine, weil es ja immer eine doppelte Buchführung ist, muss bei ihnen genau andersrum sein. Und so ist es auch. Sie haben halt den Anfangsbestand im Haben, den Schlussbestand im Soll. Zugänge und Mehrungen sind im Haben und die Abgänge befinden sich im Soll. Das ist halt genau umgekehrt. Bei Erfolgskonten gibt es eine ähnliche Unterteilung. Man unterscheidet dann Aufwands- und Ertragskonten. Aufwandskonten haben alle Zugänge im Soll und alle Abgänge im Haben. Ihr seht, Aufwandskonto und Aktivkonto haben die Gemeinsamkeit, dass sie beide die Zugänge im Soll und beide die Abgänge im Haben haben. Unterschied ist halt,
gibt keinen Anfangs- und Schlussbestand. Und deswegen sind die Aufwandskonten das Gegenstück, sind die Ertragskonten, die sich wie die Passivkonten verhalten, nur dass ihnen auch Anfangs- und Schlussbestand fehlt. Sie haben deswegen nämlich die Zugänge im Haben und die Abgänge im Soll. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, diese Übersicht zu verinnerlichen, zu verstehen und sie im Prinzip reproduzieren zu können. Darauf baut wirklich alles auf. Erfolgskonten werden wir jetzt im Großteil nicht behandeln, innerhalb dieser Vorlesung nicht. Dazu kommen wir bei der nächsten. Wir werden uns jetzt im Bereich der Bestandskonten aufhalten. Und das muss jetzt wirklich erstmal sitzen. Die Erfolgskonten kann man natürlich noch ein bisschen nachholen. Aber wenn man das drauf hat im Prinzip, kann man mit sehr schönen logischen Überlegen eigentlich fast alle buchhalterischen Aufgaben lösen. Es gibt zwar noch ein paar Sonderregeln, ein paar Kleinigkeiten, auf die man aufpassen muss, ein paar Dinge, wo man nicht sofort drauf kommt, aber im Prinzip, wenn man das drauf hat, kann man sich wirklich gut einfinden und viele Dinge nachvollziehen, auch wenn man die noch gar nicht gehört hat. Ich möchte euch hier nochmal diese vier Konten darstellen. Nicht in Kontenform, wie sie natürlich sind, dass die jetzt in Säulen haben, das ist euch bewusst, sondern möchte euch erklären, was diese eigentlich ausmachen, damit man auch nicht so eine abstrakte, rein theoretische Vorstellung hat, aha, das ist eine Ertragskonto oder so, sondern damit man auch weiß, was dahinter steckt. Ich fange mit den Aktivkonten an. Diese umfassen das gesamte Vermögen. Gut, macht ja auch Sinn, wir hatten ja gesagt bei der Bilanz, dass da alle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite stehen. Das sind ja die. Das Vermögen unterteilt sich in Sachanlagen, hatten wir auch in der Bilanz gehabt. Und das sind solche Dinge wie der Fuhrpark, Bauten, technische Anlagen, Maschinen, Warenbestand, Büro- und Geschäftsausstattung. Das sind diese wichtigen Dinge. Und es gibt auch noch Geldvermögen. Das sind halt die Dinge, die wir im Unternehmen als Vermögen haben, aber die wir nicht anfassen können. Das sind hauptsächlich eigentlich nur Bank, Kasse und Forderung. Viel mehr gibt es ja nicht. Bei Forderungen gibt es noch verschiedene Unterkonten, sowas wie Forderungen gegen Kunden, also aus Lieferung und Leistung, oder Forderungen gegenüber Finanzämtern. Aber das sind die wichtigsten. Passivkonten. Diese umfassen das Eigenkapital, Schulden, Darlehen und Verbindlichkeiten, was ja auch Schulden sind. Und Verbindlichkeiten sind zum Beispiel gegen Lieferanten, wenn Rechnungen noch unbezahlt sind. Hatte ich schon mal erwähnt. Ist aber trotzdem auch wichtig zu verstehen. Wir erinnern uns, auf der Bilanzseite sind Passivkonten immer die rechte Seite. Und da erinnern wir uns ja auch, da war Eigenkapital und Schulden, Darlehen und so weiter. Aufwandskonten hingegen, die umfassen halt alle Kosten, die durch die betriebliche Tätigkeit anfallen und nicht zu den oben genannten Dingen gezählen. Wie das Tanken von Benzin, die Kraftfahrzeugsteuer, Dienstleistungen oder der Einkauf von Waren. Das sind Aufwendungen. Die beeinflussen halt keinen Bestand, keine Sachanlage, sondern sind im Prinzip Kosten für Tätigkeiten, wenn man so will. Oder für Tätigkeiten ist ein bisschen salopp, für die betriebliche Tätigkeit, notwendige Tätigkeiten. Ertragskonten sind im Prinzip das Gegenteil der Aufwandskonten. Sie umfassen alle Einkünfte durch die betriebliche Tätigkeit, wie der Verkauf von Waren oder Erzeugnissen, Mieteinkünfte oder Zinseinkünfte. Das sind alles Ertragskonten. Um das zu festigen, allein schon weil es so elementar ist, habe ich eine kleine Übung vorbereitet. Die Aufgabe zu dieser lautet, gebt mit Hilfe der folgenden Tabelle an, welche zwei Konten betroffen sind und um was für Konten es sich dabei handelt und ob sich der Betrag erhöht oder vermindert. Also ihr seht hier die Geschäftsverfälle A bis E. Und jeder davon ist so gestaltet, dass mindestens zwei Konten betroffen sind. Beziehungsweise, da wir jetzt noch am Anfang sind, sind genau zwei Konten betroffen, weil jeder, der ein bisschen mehr Ahnung hat, weiß, hier würden noch ein paar andere Konten reinfallen. Das lassen wir aber einfach halt halber weg. Wirklich nur die Konten, die man hier herauslesen kann. Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ihr es alle richtig haben werdet. Wenn nicht, müsst ihr euch das nochmal anschauen. Ich springe jetzt zu den Lösungen und drücke euch die Daumen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Fall A war,
Wir entnehmen der Kasse 1000 Euro und zahlen diese auf unser Bankkonto ein. Welche Konten sind betroffen? Klar, Kasse, aus der wir das Geld rausnehmen, und Bank, auf der wir das Geld einzahlen. Das sind unsere beiden Konten. Jetzt müssen wir überlegen, was für eine Kontenart ist Kasse? Das ist ein Aktivkonto. Steht auf der Bilanzseite, auf der Aktivseite eindeutig. Bank ist auch ein Aktivkonto, aber was erstmal wichtig ist, die Kasse, wenn wir Geld rausnehmen, sinkt. Bank als Aktivkonto, wir zahlen ja das Geld darauf ein, also mehrt es sich, das Bankkonto steigt. B. Ein Kunde bezahlt eine Forderung von 500 Euro mittels Banküberweisung. Ja, die beiden Konten, die wir haben, sind die Forderung, Auslieferung, Leistung und das Bankkonto. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn der Kunde eine Forderung bezahlt, die Forderung ist ja ein Aktivkonto, aber damit mindert sich ja, wir haben die Forderung nicht mehr und damit sinkt das Forderungskonto. Bei der Bank, die ja auch ein Aktivkonto ist, passiert genau das Gegenteil. Wir bekommen das Geld, was er uns ja eigentlich schuldete, endlich eingezahlt und damit steigt das Bankkonto. C. Wir kaufen Waren auf Ziel. Ja, das Konto, wenn wir Waren einkaufen, heißt Warenaufwand oder Wareneinkauf. Und auf Ziel heißt ja immer, wir bezahlen noch nichts, sondern wir haben nur eine Rechnung bekommen. Und damit haben wir ihm gegenüber eine Verbindlichkeit. Wir schulden ihm noch das Geld für diesen Kauf. Beim Warenaufwand, wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um ein Aufwandskonto. Und der Aufwand wird ja höher, weil wir haben ja Waren gekauft, wir haben also einen Aufwand gehabt und damit steigt das Warenaufwandskonto. Die Verbindlichkeit, die wir ihm gegenüber haben, ist auf der Passivseite zu finden, das sind ja Verbindlichkeiten. Und die Verbindlichkeit steigt auch, denn wir schulden ihm ja mehr Geld als vorher. D. Wir verkaufen fertige Erzeugnisse auf Ziel. Okay, auf Ziel heißt erstmal, wir haben entweder eine Verbindlichkeit oder eine Forderung. Verbindlichkeit, wenn wir Geld schulden. Forderung, wenn man uns Geld schuldet. Wenn wir die Erzeugnisse verkaufen, haben wir eine Forderung aus Lieferung und Leistung. Das heißt, wir werden irgendwann Geld bekommen. Ja, und der Warenverkauf wird unter dem Begriff Umsatzerlöse geführt. Das müsst ihr jetzt nicht schon so direkt wissen. Ich möchte hier nur die korrekten Kontobezeichnungen nehmen. Wenn ihr das Prinzip hinterher verstanden habt, ist alles erstmal okay. Die Konten kommen mit der Zeit. Das ist jetzt nicht so elementar, dass ihr genau denselben Kontonamen habt. Nun ja, die Forderungen, die wir haben, haben sich erhöht. Es ist ein Aktivkonto und damit steigen unsere Forderungen. Umsatzerlöse ist ein Ertragskonto, denn wir bekommen ja etwas. Unsere betriebliche Tätigkeit hat ja sozusagen uns gerade einen Ertrag gebracht. Ja, und der ist ja gestiegen. Wir haben ja etwas bekommen. E. Wir nehmen ein Darlehen auf, um eine Verbindlichkeit gegenüber eines Kunden zu begleichen. Die Kunden, die hierbei betroffen sind, sind die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und das Darlehen. Wir haben das Darlehen hier aufgenommen, um die Verbindlichkeit zu zahlen. Das Verbindlichkeitskonto ist ein Passivkonto und es sinkt, denn wir haben ja extra das Darlehen aufgenommen, um es zu bezahlen. Das Darlehen ist auch ein Passivkonto und wir haben ein Darlehen aufgenommen. Das heißt, unsere Schuld, unsere Darlehensschuld steigt ja und damit steigt das Darlehenskonto. Ja, ich hoffe, das hat soweit so gut geklappt. Auch wenn jetzt nicht die Kontennamen genau die gleichen sind, ich hatte jetzt die Umsatzerlöse zum Beispiel, glaube ich, nicht direkt so genannt, dann ist das nicht schlimm, solange der Rest verstanden und richtig ist. Kommen wir jetzt zum Buchen von Bestandskonten, das genau direkt darauf aufbaut, wie alles andere, was hier folgen wird. Da gilt immer, gebucht wird, soll man haben. Das gilt immer, egal ob man Bestandskonten, Aufwandskonten, Ertragskonten, was auch immer bucht, immer soll man haben. Also wird zunächst das Konto gebucht, welches in Soll verändert, und dann jenes, welches sich im Haben verändert. Und genau deswegen ist es zwingend nötig zu wissen, um was für ein Kontentyp es sich handelt. Bei jeder Buchung muss mindestens ein Konto im Soll und ein Konto im Haben gebucht werden. Und bei jeder Buchung müssen alle Beträge im Soll genauso hoch sein wie die Beträge im Haben.
Es darf also nicht sein, wenn wir einen Buchensatz aufstellen, dass die Summe aller Soll und die Summe aller Haben nicht dieselbe ist. Die müssen immer gleich sein, sonst haben wir etwas falsch gemacht. Hier mal eine Ad-Hoc-Übung, an der ich euch das zeigen möchte, damit ihr ein Gefühl habt, wie das auszusehen hat und wie das funktioniert. Es gilt, wie gesagt, immer, nochmal ganz wichtig, gebucht wird Soll an Haben. Und die Fälle, die ich herausgesucht habe, werden wir jetzt dann zusammen bearbeiten und ihr werdet sehen, die kommen euch sehr bekannt vor, die hatten wir nämlich schon in der Übung gerade gehabt. Fall A. Wir entnehmen der Kasse 1000 Euro und zahlen diese auf unser Bankkonto ein. Okay, erster Schritt, wir schauen uns an, was für Konten handelt es sich. Wir erinnern uns, Kasse war ein Aktivkonto und Bank oder Bankkonto war auch ein Aktivkonto. Okay. Wie sieht also die Buchung aus? Wir haben Bank an Kasse. Warum? Bank als Aktivkonto mehrt sich in Soll. Bank mehrt sich in dem Fall auch. Und es wird immer zuerst das geschrieben, was im Soll steht. Bank mehrt sich im Soll, also Bank. Und dann kommt das Konto, das sich in Haben befindet. Kasse befindet sich in dem Fall in Haben, weil es sich mindert. Und Aktivkonten, wie die Kasse, mindert sich in Haben. Daher Bank an Kasse. Ja, und jetzt kann man noch die Beträge hinschreiben. 1000 Euro mehrt sich die Bank. Um 1000 Euro ändert sich die Soll im Haben. In dem Fall mindert sie sich, weil es ein Aktivkonto ist. B. Wir bezahlen eine Liefererrechnung, also eine Verbindlichkeit, in Höhe von 700 Euro mittels Banküberweisung. Wir erinnern uns, die Lieferrechnung, die Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung, ist ein Passivkonto, weil es eine Schuld in dem Sinne ist. Und Bank ist natürlich wieder ein Aktivkonto. Okay, wie sieht die Buchung dazu aus? Die Buchung würde lauten Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung an Bank. Warum? Nun, die Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung, die wir haben ja schon festgestellt, ist ein Passivkonto. Und wir erinnern uns, bei Passivkonten ist es genau andersrum wie zu Aktivkonten. Im Soll mindern sie sich und in Haben mehren sie sich. Unsere Verbindlichkeit in dem Fall hier mindert sich, weil wir sie ja bezahlen, die Verbindlichkeit wird weniger. Und das Passivkonto ist die Minderung im Soll, daher muss Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung im Soll stehen. Die Bank, die wir haben, mindert sich auch und als Aktivkonto findet sich die Minderung im Haben. Daher lautet die Buchung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung an Bank. Beide natürlich mit 700 Euro. C. Wir kaufen auf Ziel einen neuen Firmenwagen im Wert von 8000 Euro. Okay, auf Ziel, wenn wir kaufen, ist eine Verbindlichkeit, ist also wieder ein Passivkonto. Der Firmenwagen gehört eindeutig zu unseren Anlagevermögen, ist ein Aktivkonto, steht auf der Aktivseite der Bilanz. Wie sieht die Buchung aus? Also die Buchung wäre Fuhrpark an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Statt Fuhrpark kann man auch PKW nehmen, das gibt verschiedene Möglichkeiten, aber man muss auslesen können auf jeden Fall, dass es sich irgendwie um ein Auto handelt. Okay, warum steht Fuhrpark im Soll? Nun ja, es ist ein Aktivkonto und hat die Mehrung im Soll. Daher muss Fuhrpark im Soll stehen, wenn wir ihn kaufen, wird der Fuhrpark mehr. Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung steht im Haben, denn als Passivkonto mehrt es sich im Haben und unsere Verbindlichkeit wird ja auch mehr, weil wir ja jetzt eine höhere Schuld haben als vorher, weil wir ja noch nicht bezahlt haben. Ja, und dann schreiben wir die Beträge von 8000 Euro jeweils hin. D. Wir nehmen für 500 Euro ein Darlehen auf, um eine Verbindlichkeit gegenüber eines Kunden zu begleichen. Das Darlehen, wie jede Schuld, ist ein Passivkonto und die Verbindlichkeit ist ja auch ein Passivkonto. Die Buchung muss lauten, Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung an Darlehen. Die Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung steht im Soll, denn sie ist ein Passivkonto und Passivkontos mindern sich im Soll. Und die Verbindlichkeit wird ja weniger, weil wir sie bezahlen, also im Soll. Darlehen muss im Haben stehen, weil es ist ein Passivkonto und mehrt sich im Haben. Und da wir ein Darlehen aufgenommen haben, mehrt sich ja unsere Darlehensschuld, sie wird mehr, also muss Darlehen im Haben stehen.
Ja, und dann überträgt man wieder die 500 Euro und ist eigentlich fertig damit. Last but not least, Bilanzveränderung. Was ist das? Nun ja, bei jeder Buchung kann vorhergesagt werden, wie sie sich auf die Bilanz auswirkt. Und dazu muss man lediglich betrachten, ob Aktiv- und oder Passivkonten betroffen sind und wie sich diese verändern. Okay, gehen wir vom ersten Fall aus. Ein Aktivkonto mehrt sich, ein anderes mindert sich. Ja, wir stellen uns jetzt immer bei diesem Beispiel eine kurze Bilanz vor. Wir befinden uns jetzt also komplett auf der linken Seite. Irgendein Aktivkonto mehrt sich, ein anderes mindert sich. Was weiß ich, Bank mehrt sich, Kasse mindert sich, jeweils um 1000 Euro zum Beispiel. Das heißt, die Aktivseite der Bilanz ist die einzige, die betroffen ist. Auf der Passivseite ist ja nichts. Und im Endeffekt ändert sie sich um plus minus null, denn das eine wird um so viel mehr, wie das andere weniger wird. Wir haben zum Beispiel Bank plus 1000, Kasse minus 1000. Das heißt, die Bilanzsumme auf der Aktivseite mindert sich um plus minus 0. Es findet also keine Bilanzänderung statt. Das nennt man dann Aktivtausch, wenn einfach die Werte zweier Aktivkonten sich vertauschen. Ein anderer Fall ist, ein Aktiv- und ein Passivkonto mindern sich. Also wir stellen uns vor, die Bilanz wieder. Auf der linken der Aktivseite und auf der rechten der Passivseite haben wir jetzt ein Konto. Beides mindert sich. Zum Beispiel, lasst mich kurz nachdenken. Genau, wir bezahlen eine Liefererschuld von 1000 Euro. Dann sinkt auf der Aktivseite unsere Bank um 1000. Und auf der Passivseite mindert sich unsere Verbindlichkeit auch um 1000. Das heißt, auf beiden Seiten der Bilanz haben wir minus 1000 stehen. Das heißt, die Aktiv- und Passivseite der Bilanz mindern sich und das nennen wir dann deswegen Aktiv-Passiv-Minderung. Die dritte Variante ist, dass ein Aktivkonto und ein Passivkonto sich jeweils mehren. Das heißt natürlich, dass die Aktiv- und Passivseite der Bilanz sich wiederum auch mehren. Das nennen wir dann eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Und das letzte, das ist im Prinzip das Gegenteil zum ersten, ein Passivkonto mehrt sich und ein anderes mindert sich. Also wenn wir irgendwie zum Beispiel ein Darlehen aufnehmen, um Verbindlichkeit zu bezahlen, haben wir zwei Schuldkonten, die sich gegenseitig verändern. Sagen wir, wir nehmen Darlehen von 1000 auf und bezahlen Schulden in Höhe von 1000. Da haben wir auf der Passivseite eine Veränderung von plus minus 0. Es findet dann also keine Bilanzänderung statt. Das nennen wir dann Passivtausch. Machen wir eine kleine Ad-Hoc-Übung dazu. Ihr seht, ich habe jetzt einfach die vier Geschäftsvorfälle genommen, die ich gerade auch hatte, und habe daher die ganzen Buchungssätze und das Soll und Haben bereits übernommen. Brauche ich mir weiter keinen Gedanken zu machen, wir wissen ja, dass das richtig ist. Um mir ein bisschen Schreibarbeit zu sparen und vor allem Platz zu sparen, habe ich jetzt mal einige Abkürzungen definiert. AT soll Aktivtausch sein, PT Passivtausch, MI steht für die Aktiv-Passiv-Minderung, MI wegen Minderung, und ME Aktiv-Passiv-Mehrung, ME für Mehrung. Und ich füge als neue Spalte ein die Bilanzänderung, die wir hier betrachten möchten. Schauen wir uns Fall A mal an. Bei Fall A ist ein Aktivtausch vorhanden. Warum? Nun ja, wir sehen schon im Fall, durch die grünen A's markiert, beides handelt sich um Aktivkonten. Ja, das eine wird mehr, und zwar die Bank. Und die Kasse wird weniger, beide denselben Betrag. Das heißt, diese beiden Aktivkonten tauschen sich ja nur im Wert von 1000 Euro aus. Daher ein Aktivtausch. Bei B handelt es sich um eine Aktiv-Passiv-Minderung. Wir sehen natürlich wieder, in der Beschreibung des Falls haben wir ein Aktiv- und ein Passivkonto, was betroffen ist. Und wir haben schon festgestellt, die Verbindlichkeit, die wir haben, die wird ja bezahlt. Das ist ja das Passivkonto und mindert sich auf der Passivseite. Wir bezahlen das über Bank, was ein Aktivkonto ist und sich damit auch mindert. Das heißt, Verbindlichkeiten nehmen ab und Bankkonto nimmt ab. Das heißt wiederum, die Aktivseite mindert sich und die Passivseite mindert sich und damit haben wir eine Aktiv-Passiv-Minderung. Bei C handelt es sich um eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Warum? Nun ja, wir haben den Fuhrpark, weil wir ein neues Auto gekauft haben, das war der Fuhrpark, der mehrt sich um 8000 Euro. Wir haben eine Verbindlichkeit jetzt da sozusagen gegenüber unseren Lieferanten dafür, weil wir noch nicht bezahlt haben. Das heißt, wir schulden 8000 Euro mehr.
Fuhrpark steigt, Verbindlichkeiten steigen, das heißt ein Aktivkonto mehrt sich und ein Passivkonto mehrt sich. Damit haben wir eine Mehrung auf beiden Seiten, also eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Im letzten Fall handelt es sich um einen Passivtausch. Wie wir schon sehen, in der Beschreibung des Falls sind nur Passivkonten betroffen. Und warum ist das so? Nun ja, unsere Verbindlichkeit gegenüber eines Lieferers, die Schuld, die wir ihm gegenüber haben, wandeln wir in eine andere Form der Schuld, in eine Darlehensschuld um. Das heißt, die Verbindlichkeit hat abgenommen, aber das Darlehen ist gestiegen. Beides als Passivkonto, das heißt, ein Passivkonto mehrt sich, das andere mindert sich. Im Prinzip tauschen beide nur ihre Werte aus und damit ist es ein Passivtausch. So, und jetzt kommt die Königsdisziplin. Die Übung, die ihr hier machen sollt, lautet: Gebt bei folgenden Geschäftsverfällen die Buchung an und stellt fest, was für eine Art von Bilanzveränderung vorliegt. Ich möchte gerne, dass ihr hier wirklich seht, dass wir 4 Fälle haben. Genau wie ich das adäquat in der Ad-Hoc-Übung gerade machte, möchte ich, dass ihr den Buchungssatz erstellt, eintragt, ob und wie viel die Änderung soll und oder am Haben ist und was für eine Art der Bilanzänderung vorliegt. Wenn ihr euch unsicher seid, schaut ruhig euch nochmal die anderen Sachen an, macht das schön Step by Step. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, springt zur Erlösung und dann vergleichen wir mal und schauen, ob wir dasselbe raus haben. Okay, kommen wir zur Lösung. Nebenbei am Rand gemerkt, ich verwende natürlich wieder dieselben Abkürzungen, die ihr oben nachlesen könnt. Aber ich denke, sie sind euch noch bekannt, daher werde ich jetzt nicht explizit nochmal vorlesen. Okay, Fall A. Wir erhalten eine Rechnung von 400 Euro für den Kauf eines Stuhls. Okay, wenn wir eine Rechnung erhalten, dann ist es eine Verbindlichkeit gegenüber unseres Lieferers. Das heißt, es ist ein Passivkonto betroffen. Ein Stuhl, der wird bei uns im Unternehmen irgendwo rumstehen, ist eindeutig ein Sachgut, ein Anlagegut und somit ein Aktivkonto. Die Buchung lautet Büro- und Geschäftsausstattung an Verbindlichkeiten aus Lieferungsleistung. Wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie Einrichtungen oder weiße Stühle an Verbindlichkeiten habt, ist es auch kein Problem. Ihr müsst die Konten nicht alle sofort aus dem Kopf drauf haben, das verlangt niemand. Ihr solltet euch jetzt nur kontrollieren, merken jetzt, okay, Stühle sind Büro- und Geschäftsausstattung. Gibt natürlich noch kleine Ausnahmen, aber so grundsätzlich kann man das schon mal so sagen. Okay, überlegen wir mal, warum der Buchungssatz so ist. Wir haben hier in dem Fall die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Form eines Stuhls, die im Soll steht. Weil es ein Aktivkonto und es hat sich ja gemehrt. Wir haben ja 400 Euro an Wertzuwachs für den Stuhl gehabt. Damit haben wir ein Aktivkonto, das sich mehrt und gehört damit in Soll. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung müssen haben stehen. Warum? Es ist ein Passivkonto und wir haben mehr Schulden, mehr Verbindlichkeiten. Es war also eine Mehrung eines Passivkontos und die steht immer im Haben. Damit ist die Buchung eigentlich total korrekt. Ja, bei Soll und Haben übertragen wir natürlich wieder nur die beiden Werte. Das sollte in diesen einfachen Fällen nicht schwer sein, weil es mal derselbe Betrag ist. Und jetzt müssen wir uns auch um die Bilanzänderung kümmern. Also wir haben ein Aktivkonto, das sich mehrt, und ein Passivkonto, was sich auch mehrt. Es liegt also eine Aktiv-Passiv-Mehrung vor. Auf beiden Seiten der Bilanz hat sich etwas gemehrt. Fall B. Wir bezahlen diese Rechnung, also diese Rechnung ist eine Verbindlichkeit, deswegen Passivkonto, durch unsere Kasse. Okay, Kasse muss klingeln, ist ein Aktivkonto. Bar bei Lieferung. Die Buchung lautet dann in dem Fall Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistung an Kasse. Die Verbindlichkeit steht im Soll, denn es ist ein Passivkonto und mindert sich. Wir bezahlen ja die Verbindlichkeit, sie wird also weniger, das heißt, sie löst sich komplett auf. Minderung eines Passivkontos befindet sich im Soll. Unsere Kasse nimmt allerdings auch ab, das ist ein Aktivkonto. Minderung des Aktivkontos findet sich tragen. Ja, die Beträge müssen wir von oben nehmen. Wir bezahlen ja diese Rechnung von 400 Euro. Das war vielleicht der einzige Trick, den man hier beachten musste. Also seit der Hände steht ja gar kein Zahl da. Ja klar, wenn wir die Rechnung aus Fall A bezahlen,
zahlen wir die 400 dann auch wieder. Ja, die Bilanzänderung. Die Verbindlichkeit auf der Passivseite, sie mindert sich ja. Unsere Kassenbestand auf der Aktivseite mindert sich auch. Das heißt, auf beiden Seiten der Bilanz, auf aktiv und passiv, mindert es sich. Es liegt also eine aktiv-passiv-Minderung vor. C. Ein Kunde kauft auf Ziel. Auf Ziel, aha, okay. Das heißt, wir haben ihm eine Rechnung geschrieben, die hat er nicht bezahlt. Also haben wir ihm gegenüber eine Forderung. Einen PKW, okay, unser PKW, den haben wir also verkauft. Ist auch Aktivkonto PKW. Von uns für 5000 Euro. Wie sieht die Buchung aus? Nun ja, das ist eine Forderung aus Lieferung Leistung an Fuhrpark. Warum? Nun ja, unsere Forderungen ihm gegenüber werden mehr. Aktivkunden wehren sich im Soll, daher steht die Forderung im Soll. Unser Fuhrpark wird weniger, wir verkaufen das Auto ja. Und die Minderung eines Aktivkontos befindet sich in Haben, daher Fuhrpark im Haben. Ja, die 5000 Euro haben wir gegeben, tun wir einfach nur wieder übertragen. Und jetzt überlegen wir uns wieder, wie wirkt sich das auf unsere Bilanz aus, wenn wir denn eine erstellen. Ja, Futterung als Aktivkonto nehmen zu, Fuhrpark als Aktivkonto nimmt ab. Das heißt, wir haben eine Mehrung und eine Minderung in gleicher Höhe auf der Aktivseite. Das heißt, Futter und Fuhrpark tauschen eigentlich sich nur aus. Damit ist es ein Aktivtausch. D. Eine Woche danach, also nach dem Fall von C, überweist er uns, das ist ja unser Kunde gemeint, diesen Betrag. Okay, Betrag. Das heißt also, diese Forderung wird beglichen, ein Aktivkonto, auf unser Bankkonto. Bank ist natürlich auch Aktivkonto, muss man nicht viel nachdenken. Die Buchung lautet also, Bank an Forderung aus Lieferung und Leistung. Warum? Naja, unsere Bank als Aktivkonto wird mehr, der überweist uns ja Geld. Die Forderung dafür, die wir ihm gegenüber haben, wird weniger. Als Aktivkonto mindert sich die Forderung haben. Daher muss ihm Habe stehen. Das sind wieder die 5000 Euro, die wir aus C gegeben haben, weil ja genau diese Rechnung bezahlt wird. Und jetzt haben wir Bank als Aktivkonto, die es mehr wird. Die Forderung als Aktivkonto, die weniger wird in derselben Höhe. Und damit liegt wieder ein Aktivtausch vor. Ja, das sind wie gesagt die wichtigsten Basics. Auch in der nächsten Vorlesung zur Buchführung werden noch wichtige Basics folgen, die den Schwerpunkt dann im Prinzip der Gewinn- und Verlustrechnung haben. Und wenn man diese und die nächste Vorlesung eigentlich wirklich grundlegend verstanden hat, hat man die wichtigsten Dinge drauf, auf die alle anderen aufbauen. Das heißt, wenn ihr etwas aus den anderen Vorlesungen danach nicht verstehen solltet, ist das okay. Ist zwar natürlich in gewisser Weise eine Lücke, aber die ist verschmerzbar. Nur Lücken in dieser und der folgenden Vorlesung, das heißt in Buchführung 2 und 3, die sind eigentlich nicht verschmerzbar, die müssen kompensiert werden. Ich denke allerdings, ihr werdet das bestimmt alle gut gemeistert haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht euch einen schönen Tag, wenn ihr keinen schönen habt. Oder genießt den schönen Tag, wenn ihr schon einen schönen habt. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Video. Tschüss!